Hallo Leute, Salzschmelzen mit Hilfe einer Knallgasflamme. Ist das möglich oder nicht? Ich werde euch jetzt mit diesem kleinen Video zeigen, wie man mit Hilfe von einer Knallgasflamme Kochsalz, Natriumchlorid einfach schmelzen kann. Und zwar das Kochsalz, das hat einen Schmelzpunkt, der liegt bei ca. 800 Grad Celsius. Und ich werde jetzt diesen Brenner, den ich da noch unangezündet halte, anzünden und dann schauen wir mal, wie lange es braucht, bis das Kochsalz flüssig wird. Ich zünde den Brenner jetzt an und dann sehen wir mal, was passiert. Brenner ist an und jetzt halten wir einfach auf das Salz drauf. Ich hoffe, dass das einigermaßen rüberkommt und wie man sieht, tut sich das Kochsalz schon verflüssigen. Das ist schon richtig flüssig geworden. Das Erstaunliche an der Geschichte ist, durch das, dass das Kochsalz flüssig ist oder geworden ist, hat sich auch die Flamme geändert. Die ist nicht mehr schön blau und fast durchsichtig, sondern sie ist orange. Das ist auf unterschiedliche Art und Weise zurückzuführen. Woran es genau liegt, weiß ich noch nicht, aber wie gesagt und wie gesehen, das Kochsalz ist geschmolzen. Das Interessante dabei ist, obwohl die Flamme jetzt, wie schon oft gemessen, über 3000 Grad heiß ist, schmilzt das Kochsalz nicht durchgehend. Es ist nur eine obere Schicht, die schmilzt und die daruntere, die ist jetzt in dem Behälter, wo es sich befindet, ungefähr so 1 cm dick drin. Das ist unberührt. Man sieht es, dass das ja eigentlich alles geschmolzen ist. Ich nehme die Flamme jetzt einmal weg, um zu sehen, ob das auch wieder hart wird. Und ich gehe mal davon aus, das ist bald der Fall, weil es kühlt schon ab. Das ist schon wieder... Das Ganze sieht aus, als ob es eine Glasfläche wäre. Ich lange jetzt mit dem Schraubenzieher dahin und man sieht es, dass das eine richtige Glasfläche ist und hart ist. Das da drüben, das ist noch körniges Salz. Und das in der Mitte, das ich mit dem Brenner bearbeitet habe, das ist eigentlich schon eine Glasschicht. Ich gehe jetzt noch einmal kurz drauf. Und man sieht, sobald ich die Salzfläche nur berühre, ändert sich auch die Flamme schon wieder. Und das Salz ist geschmolzen. Jetzt wunderbar und schön, toll. Backe, backe Kuchen, wie man sagt. Was fängt man mit diesem Zeug an? Auf den ersten Moment würde ich sagen, ist es eine, naja, sagen wir mal, irgendwie so wie ein Schutzschild zu betrachten für verschiedene Gasanwendungen, bei denen zu befürchten ist, dass die Knallgasflamme das Material durchbrennt in irgendwelchen Rohrleitungen oder. Wenn man jetzt dieses Salz mit dem Rohr umgibt und die Flamme an das Salz heranbringt, dann würde das Salz effektiv schmelzen und die Wärme an das Rohr abgeben. Dadurch sollte gewährleistet sein, dass ein Lochfraß in einem Rohr nicht zustande kommt. Geprüft habe ich es nicht, aber Theorie ist eins, Praxis ist was anderes. Wer will, kann es nachmachen. Ich denke mal, es wird funktionieren. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut rübergekommen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen eine schöne Zeit. Man sieht sich. Tschüss.